Alchemy Bay wollten wir drauf eingehen. Ja, haben wir da noch die alte Prognose drin? Also erstmal, das sollte so zwischenzeitlich, ups, oh, ein Stift in der Hand hier noch. Das sollte so das sein, was als nächstes, zumindest 2024, noch erreichbar ist, dass dann mal in Richtung 10 Cent wieder geht. So, ne, also auch da noch ganz gut was drin und grundsätzlich langes Preisziel. Das ist natürlich nicht aktiv, die Sequenz. Da muss man ganz klar sagen, das sind jetzt erstmal Wunschprognosen und wenn wir vom Low zum All-Time-High zum nächsten Low gehen, wie üblich, aber die wird logischerweise erst bestätigt, wenn das vorherige High da entsprechend auch geschlagen worden ist. Na, also noch ist es eine reine Wunschprognose, aber da ungefähr sollte die Richtung hingehen, sprich die Spitze, dass wir auf jeden Fall in Richtung 32 bis 40 Cent landen. Der ein oder andere hat hier, glaube ich, auch vorhin schon mal 60 Cent reingeschrieben. Das wäre mir persönlich jetzt erstmal ein bisschen zu hoch. Aber wir müssen schauen, ne? Wer weiß, wenn wir halt wirklich den Bullrun der Vergeltung bekommen und es wird alles kranker, als wir uns das erwarten oder erhoffen, kann immer alles passieren im Kryptospace, ne? Kann immer alles passieren. Und ich halte mich aber immer erstmal an das, was wir sehen und anhand die Chartanalysen, ne? Und wer weiß, also wenn er da jetzt erstmal hinkrakeelt, das muss er ja erstmal machen, ne? Wie sieht da der Chart aus? Macht er da eine Korrektur? Zieht dann nochmal weiter oder zieht er direkt drüber? Das sind ja alles Dinge, die sehen wir jetzt noch nicht. So, da müssen wir erstmal abwarten, aber das ist die erstmal maximale Prognose für Alchemy Pay. Und auch damit ist ja dann noch einiges geschafft. Das sind ja selbst vom jetzigen Stand aus, wenn ihr nicht den Bogen getroffen habt, nochmal eben über 10x. Ja, 10, 10, 12, 13x, sowas. Für meinen persönlichen Steuerreport und Portfolio-Tracking nutze ich Cointracking. Spare 10% auf das Abo mit dem Link in der Videobeschreibung. Im letzten Video hast du gesagt, dass Render in die Top 10 kommen wird, wenn du doch davon ausgehst, warum passt du denn nicht deine Preisprognose an? $150 um 50 Milliarden Market Cap sollten dann mindestens drin sein. Weil das reines Glaskugelgequatsche ist, Stand jetzt, ich halte mich an das, was ich sehe, und das sind die Chartanalysen, und die sagen jetzt erstmal, das wird in Richtung $33 gehen, und das müssen wir ja machen. Ich brauche doch jetzt nicht von $150 sprechen, wenn wir jetzt gerade bei $10 stehen oder $5 oder was auch immer stehen, das macht ja keinen Sinn. So, diese Level, die muss er erstmal abarbeiten. Dann müssen wir schauen, welchen Zeitraum haben wir da gerade, welchen Marktzyklus haben wir da gerade und wie verhält er sich dann? Macht er dann die Korrektur, dass wir den mit dem nächsten Schuss, zack, zack, erstmal auf 50, $60 schießen können? Oder extendiert er hier deutlich drüber, kommt dann runter? Das sehen wir alles noch nicht. Klar, jeder kann jetzt sagen, ich glaube, $150, der nächste sagt, ja, ich glaube, der kommt auf 100 Milliarden Dollar Market Cap und deswegen $300 oder, aber was habt ihr davon? Also, das sind reine Wunschvorstellungen, die häufig zu 99% nicht aufgehen werden, weil es einfach nur Gequatsche ist oder so Moonboy-Gequatsche. Wir halten uns an das, was wir sehen und daran analysieren wir das. Natürlich kann ich mir vorstellen, also vom Use Case ist Render für mich ein absolutes Top-10-Projekt und wir müssen ja auch schauen, wie verhalten sich die anderen Projekte? Ne? Was ist denn die Top 10 in Anfang 25? Die anderen Projekte, die schlafen ja nicht. Beziehungsweise oder schlafen genau diese Projekte und fallen raus und andere streben auf, wie zum Beispiel Render. Ist man dann in der Top 10 mit 17 Milliarden Dollar Market Cap oder ist man in der Top 10 mit 50 Milliarden Dollar Market Cap? Und deswegen bringt es mir jetzt nicht zu sagen, ja, genau deshalb, weil Render in die Top 10 kommt, erreicht er $150 oder $300. Oder nur $80, weil ich weiß nicht, zu welchem Zeitraum, wie sich welche anderen Projekte bewegen, wie ist dann das Market Cap, das minimale Market Cap für die Top 10 und welchen Zyklus haben wir gerade. Das kann ich ja jetzt nicht sagen. So, deswegen kann ich ja nicht meine Preisprognose anpassen, sondern wir analysieren erstmal das, was wir sehen. Und wenn er da angekommen ist, bei 30, $33 so ungefähr, dann können wir erstmal schauen, wo stehen wir gerade. Wie ist generell gerade die Marktphase? Ist Render das einzige Projekt, was gerade so ein bisschen performt, weil die antizyklisch laufen? Ist generell der Bullrun gestartet? Ja, sind wir mittendrin, alles pumpt gerade und deswegen ziehen wir so an? Und da müssen wir schauen, wie verhält er sich danach, ne? Reagiert er her? Korrigiert er erstmal hier? Zieht er drüber? Wie ist die Marktlage? Natürlich kann ich mir das vorstellen, dass Render $150 erreicht. Warum nicht? Ich kann mir auch vorstellen, dass er $300 erreicht. Natürlich kann ich das, aber niemand von euch hat etwas davon, wenn ich das einfach mit offener Futterluke im Thumbnail ins Mikrofon schreie. Das bringt euch ja nicht weiter.